Hallo, ich bin jetzt hier in Kunti Vila. Ich würde sagen, das ist ein der schönen Hotels hier in Singigi. Ja. Ich kann Ihnen zeigen, wie es denn aussieht. Ja. Also es liegt dann ungefähr 5 Minuten Fahrzeit von Singigi. Also Singigi ist ja auf der Westküste der Insel Lombok. Und ich mache ein bisschen Video also von dem Hotel hier. Also das müssen Sie schon wissen, wenn Sie einmal hier nach Lombok kommen wollen und richtig eine gute Erfahrung sammeln wollen, ja, dann haben Sie dann hier auf Lombok so ein schönes Hotel, ja, also Kunchi Fila. Also ich kann dann euch zeigen, wie hier zum Beispiel, hier ist die Lobby hier. Sieht cool aus, ja. Auch schon, da sind ja auch die vielen, eine der Villas ja, von Kunchi, wie zum Beispiel hier, da steht drauf Kambang Villa. Und so ein Tempel, das sieht man oft hier bei uns ja, in Lombok auch, ja, also weil es dann auch schon Hindus hier bei uns hier leben, ja, also da gibt es dann auch die zwei großen Religionen hier, also Islam und Hindus, ja. Da ist der Tempel so eine Art von Haustempel, ja. Und da ist Kinglas, ja. Kinglas, Kumbara und es geht direkt zum Meer. Da sieht man auch schon ein bisschen das Meer da hinten. Und es ist auch die andere Zimmer. Ja? Also es gibt dann auch zwei Zimmer aufeinander, ein Zimmer aufeinander. Und Kasmaran ist ja dort. Und ich muss jetzt das Zimmer von Isabel noch finden. Isabel, bist du da? Ich mache schon ein bisschen Aufnahme. Mache schon irgendwie mal Werbung für Kunchi Villas, ja? Genau, ja. Das ist die Isabel da oben, ja. Wink mal. Bisschen winken, ja. Sie, ja, das ist jetzt vielleicht schon kurz, ja. Sie ist ja schon jetzt zum 14. Mal hier auf Lombok. Das gefällt ihr auch schon sehr gut, ja, die Insel. Und es ist ja nur ein paar Schritte, dann ist man schon am Strand da. Auch schon schöne Wiese, Garten, ja, grün, ja. Sonnenzeiten, der Regenzeit, alles gerade am Ende der Regenzeit. Auch schon ziemlich grün, aber das natürlich gibt auch schon jemand, der sich drum kümmert, ja, immer grün zu halten. Ne. Das ist ja jetzt Nummer 41. Der hier unten ist Nummer 40. Ist gerade niemand da und geht hier auf hier hoch auf Nummer 41. Ist wunderschön. Geht die Treppe hoch. Dann können wir, wie Isabel hat das zugestimmt, dass ich dann auch schon ein bisschen Aufnahme mache. Privat, please. Okay, dann klopfen wir. Ja, da bin ich dann jetzt hochgekommen. Man sieht auch schon ein bisschen das Meer da hinten. Hallo, Slavi. Salamat datang, Slama. Rumah saya. Sehr schön, danke schön. Sehr gerne. Ja, sitzt. Die Housekeeper waren noch nicht da, deswegen sieht meine.
noch etwas zerwühlt aus. Ja. Schön, ja. Schön. Auch schon, ja. Die Globe, ja. Heißt es Globe? Globus. Globus, ja, auf Deutsch, ne? Muss auch schon ab und zu mal so ein paar neue deutsche Worte kennenlernen, ja. Lernen, ja, einfach, ne? Gut, ja, das Ohr ist schön ausgestattet, ja, mit Bildern und so. Ah, von oben sieht es auch schon schön. Ist gerade so ein Upara auch da. Das ist ja der, weiß es, der Ganesha. Ja, so ein Hindu. Ein Hindu-Gott, ja. So, ja. Leute, wenn ihr, also wenn Sie dann jetzt kommen wollen zu uns nach Lombok, dann einfach mal Kunzi aussuchen bei Booking, bei Invo, da in einem Portal, ja. Das ist wunderschön hier, ja. Das Grün, die Palmen, ja. Mein Blick zum Meer. So, Blick zum Meer man auch, hört genau. Die Wellen rauschen auch, wenn das Zimmer, die Terrassenbalkontür geschlossen ist, hört man trotzdem, wenn die Wellen rauschen. Genau, ja. Ist wunderschön hier oben. Und manchmal, dann sieht man doch auch von hier den schönen Blick von dem Mount Agung, also hinter den Palmen. Auch schon so ein Untergang, ein bisschen mehr von hier aus, ja. Ein bisschen schwierig, ja. Aber da kann man auch schon ein bisschen kontrollieren. Wenn es irgendwie mal der Pool voll ist, dann kann man auf einen Tag vielleicht so verzichten. Dann kann man im Zimmer bleiben oder vielleicht ins Meer gehen und schwimmen dort, ja. Ja, dann wir sehen uns auf Lombok. Tschüss.